ich mal gespannt, ob Bob jetzt doch vielleicht ihre Taktik in dieser kleinen Pause geändert haben, damit das alles losgeht. Und ja, der Anstoß geht direkt los. Und Bob spielt den Ball nach vorne, diesmal mittig Richtung Tor von Loot. Und ja, Loot hat immer noch eine sehr, sehr gute Abwehr. Oh, sehr weit nach vorne gespielt. Oh, kein Torwart bei Bob im Tor. Und das sieht aus wie ein Tor. Ah, anscheinend nicht. Nee, das war noch die Linie. Also, das ist sehr, sehr gut gehalten. Knappe Sache. Aber Loot macht Druck. Das ist halt... Also Loot so nah vom Tor zu sehen bei Bob ist schon sehr, sehr gefährlich, so wie die Jungs und Mädels spielen. Oh, jetzt geht's aber sehr weit außen mit dem Ball. Oben ja, hoch hinaus auf jeden Fall. Geht's über die Felsen hier. Oh, sehr weit. Und man schubst sich jetzt wieder in der Mitte herum. Na, jetzt geht's Richtung Loot. Von wegen. Ja, diesmal, also bis jetzt sieht es sehr, sehr schön und gleichmäßig aus. Und, oh, das Bild ist noch klein. Ups. Entschuldigung von meiner Seite. Nur aber los. So, jetzt aber. Jetzt sollten alle wieder was sehen können. Richtig groß. Wieder sehr... Das war aber 100%. Und schwupp. Dran. Ja. 1-0 für Loot. Ja, Bob tut mir ja schon fast ein bisschen leid hier. Denen werden die Hosen ausgezogen. Ja. Aber wer weiß, wer weiß. Man hat gesehen, sie können Tore machen. Und ich glaube, mit der richtigen Zusammensetzung im Team, mit den richtigen Absprechen, der richtigen Taktik geht das auch. Da bin ich mir sicher. Jetzt über außen. Vielleicht will Bob den Ball auch über den Stein oben rüber spielen. Ist das vielleicht... Ob das eine gute Idee ist, weiß ich nicht. Aber sie treiben den Ball wieder in die Enge. Ja, geht sehr weit nach außen gespielt. Oh, sehr nah vor. Das ist aus... Ah, Linie bei Bob im Tor. Aber der Ball ging durch. 2-0 für Loot. Derzeit sehr, sehr, sehr dominierend von Seiten aus. Mhm. So, der Ball positioniert er sich neu und da geht's auch schon wieder los. Wie immer, zunächst erstmal Richtung Loot-Tor, aber dann wendet sich das Blatt immer unmittelbar. Mittig den Ball, also wie gesagt, der Ball wird sehr, sehr oft in der Mitte gehalten, aber dann, wenn Loot es schafft, den einmal nach vorne Richtung Tor zu kriegen, dann tut sich Bob wirklich, wirklich schwer, den Ball zu halten. Und ja, da ist er auch wieder drin. Das ist das 3-0 für Loot. Ich meine, dass das sogar ein Eigentor gewesen ist gerade. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich hab's leider auch nicht gesehen. Das wäre natürlich sehr schade. So, Anstoß für Bob. 2 Minuten noch zu spielen, wenn ich mich jetzt nicht vertue. So, und Loot wieder am Vorpushen, sehr, sehr nah am Tor von Bob. Ja, so schnell kann sich die Verteidigung kaum aufbauen, wie der Ball schon dort ist. Derzeit aber wieder in der Mitte hin und her. Und jetzt hat er sich in so einer, ja, wie sagt man dazu, ein bisschen festgesetzt in der Ecke hier drin. Was ist das denn hier drin eigentlich? Ich würde es jetzt nicht eine Kapelle nennen. Das ist ein kleines, ja, nennen wir es mal ein kleines Steinhäuschen. Dass der Ball die sich Bushalte. Bushalte, ja. Ja gut, der Ball möchte auch irgendwann nach Hause. Zeitschinder. So, aber der Ball ist jetzt wieder im Spiel. Immer noch ein bisschen in der Ecke bei den kleinen Steinhäuschen. Aber ja, und schwupp schon wieder Richtung Bob-Tor unterwegs.
gefährlich nah dran wieder. Und durch ist er. Ist er durch? Von meiner Seite aus sah es wie Linie. Also. Der Ball gibt auch nichts von sich. Nee, also da noch gespielt wird, war er nicht drin. Wechseln wir mal in die Ballkamera. Schauen, das ist aber auch immer sehr knapp, muss ich sagen. Ist es auch. Also vor allem, wenn man das von oben oder von der Seite betrachtet, ist es ein bisschen schwer zu sagen, ob er wirklich drin war. Aber er geht jetzt Richtung Bocktor und das sah aus, als ob er durch war. Also der Ball ist bei mir gerade... Ja, das ist definitiv durch. Das war definitiv ein Tor. So, man orientiert sich neu und es steht so, derzeit 4 zu 0. 4 zu 0, aber ich glaube, die Zeit ist auch sogar abgelaufen. Runde vorbei, ja. Wir haben jetzt sogar auch wieder einen Seitenwechsel.